Und dann hast du es verkackt. Wenn du Maschinen entwickelst, die du nicht mehr kontrollieren kannst und die sich massiv selber reproduzieren können, dann hast du es verkackt. Meine lieben Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir haben an einer unschönen Stelle aufgehört, weiterzumachen, aber ich brauchte einfach eine Pause. Der Part, also ich habe es noch nicht gerendert, aber es waren irgendwie schon 50 Minuten Aufnahme und es ging immer weiter und mein Gehirn, und ich brauchte eine Pause. Und ihr seht es an den Klamotten, heute ist ein neuer Tag. Ich bin wieder frisch und munter und habe noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Wir haben ja hier über diese Firma Faro Automated Solutions einiges schon erfahren. Wir haben was über unsere Mutter erfahren, wir haben was über die Vergangenheit erfahren, wir haben viele neue Infos und das ist eigentlich alles sehr relevant und sehr wichtig und sehr interessant. Und auch diese Kampfmaschinen und was die können und wofür die gedacht waren und alles haben wir erfahren. Aber wir machen weiter. Wir wollen zu Ted Farrows Büro, dem Chef von diesem Laden hier. Gründer, ja. Unsere Mutter hat es ja dann irgendwann übernommen. Ja, eine der interessantesten auf jeden Fall. So, wir können aber hier erstmal raus. Scheint der Weg hinauf zu sein. Oder was davon übrig ist. Okay, da kommen wir hoch. Haben wir sonst noch irgendwas, was wir hier... Nee, da sind wir hergekommen. Dadurch, dass es jetzt ein neuer Tag ist, will ich jetzt nicht irgendwas verpassen. Ich gucke nochmal ganz schnell, aber ich denke, wir haben ja alles gesehen. Ah, hier ist noch was. Da ist noch eine Vorratskiste. Die hätte ich jetzt übersehen sonst. Und hier ist noch was. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. FAS Betriebsgelände Protokoll. Warnung, hohe Priorität. Automatisierte Protokollnotiz. Alle nicht lebensnotwendigen Systeme sind im Ruhezustand. Warnung, hohe Priorität, automatisierte Protokollnotiz, vollständige Abriegelung wurde eingeleitet. Oh. Warnung, hohe Priorität, wegen der steigenden Zahl gewalttätiger Proteste auf dem Betriebsgelände kann die Sicherheit der FAS-Mitarbeiter nicht länger garantiert werden. Darum haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, diese Anlage für unbegrenzte Zeit zu schließen. Das Personal wird blockweise über die korrekten Archivierungs- und oder Vernichtungsverfahren für projektbezogene Daten und Materialien informiert. Der Sicherheitsdienst und ein Krisenteam werden dann eine Endkontrolle durchführen, bevor alle Bereiche abgeriegelt werden. Dringende Mitteilung an das Personal in Blocks E und F. Betrachten Sie die aktuelle Abriegelungssituation als Übung, aber versuchen Sie nicht, die Luken zu öffnen oder die Gebäude anderweitig zu verlassen. Erinnerungsmeldung: Solange der Sicherheitsdienst in der aktuellen misslichen Lage für den Schutz der Mitarbeiter zuständig ist, müssen persönliche Waffen beim Identity-Scan abgegeben werden. Weitere öffentliche Zufahrtsstraßen zum Betriebsgelände wurden gesperrt, um die Wartezeit an den äußeren Sicherheitsabsperrungen zu verkürzen. Der Sicherheitsdienst erinnert nochmals alle Mitarbeiter daran, dass der Öffentlichkeit der Zutritt zum Betriebsgelände untersagt ist. Aufgrund der jüngsten Sicherheitsprobleme auf dem Betriebsgelände werden alle Mitarbeiter darauf hingewiesen, dass der Identity-Scan und das ständige sichtbare Tragen des Sicherheitsausweises für die Bildanalyse obligatorisch sind. In Anbetracht der jüngsten terroristischen Anschläge auf das Schnelltransitsystem bietet der Sicherheitsdienst jetzt ein Big Brother-Programm zur Begleitung des Personals zum Betriebsgelände an. Sie werden hiermit aufgefordert, sich für dieses Programm einzuschreiben. 48 weitere Einträge unter hohe Priorität. Weitere Einträge beschädigt. Oh, ein Sicherheitsprotokoll, was uns so ein bisschen zeigt, dass die Kacke hier ziemlich am Dampfen war. Meine Güte. Die Menschen waren also wütend auf Faro, auf das Unternehmen. Ja. Sie haben ihm an irgendetwas die Schuld gegeben. An etwas Schlimmem. Ja, wir können uns ja denken an was, ne? Wir haben ja jetzt schon einiges erfahren. Und wir haben auch erfahren, dass die eigentlich friedlich waren und gute Roboter hergestellt haben und dann eben Kriegsmaschinen produziert haben. Und das war eben ein Schritt in die sehr falsche Richtung. Und der hat zu sehr vielen Problemen geführt, offensichtlich. Bin gespannt, was wir noch alles herausfinden werden. Wir machen uns auf jeden Fall auf Richtung Ted Farrows Büro. Da haben wir ja ein Meeting, ne? Seit einigen Monaten, Jahren. Nein, nicht wir. Unsere Mama hat da ein Meeting. Ein weiter Weg nach oben. Fast überall gefrorenes Metall. Dr. Srobek macht es mir nicht leicht. Nee, das stimmt schon. Hier ist eine Kiste, die steht ja so offen da, die ist doch bestimmt für uns gedacht. Eine Lanzenhorndinse, dankeschön. Das finde ich aber nett. Wenn Pflanzen sich hier oben festhalten können, werde ich es wohl auch schaffen. Ja, okay, wir kommen weiter hoch. Tja, dieses Büro von denen ist halt ein riesiges Gebäude. Warte mal, können wir da irgendwie hoch und gibt es da irgendwas Besonderes? Oh, hier geht es aber schon ganz schön runter. Da ist eine Vorratskiste. Können wir hier rüber? Ich hab Gänsehaut. Nee. Komm schon, Aloy. So kalt ist es gar nicht. Okay, manchmal ist der Weg dann auch derselbe. Es gibt also verschiedene Wege. Okay, dann wären wir nämlich jetzt hier rausgekommen. Ja, es wirkt schon ziemlich kalt. Also ich kann das schon verstehen, dass sie hier... Anneke hätte da auch keine Lust drauf. So, Holo, Datenbeschädigung. Eine Krise, die anfing, als sie nicht autorisierte Angriffsoperationen gegen Roboter und Mitarbeiter des Harz-Timor-Energiekonzerns startete. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass diese Krise übertrieben wurde. Wurde sie leider nicht.
Die Friedenswächter haben nicht auf Rückzugkurs reagiert und alles deutet darauf hin, dass sie sich gerade rasant replizieren. Ich kann Ihnen versprechen, und ich gebe hier mein Ehrenwort, dass ich bereits alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt habe, um dieses Problem schnell zu lösen. In den nächsten Tagen oder Wochen übles Gerede über das Unternehmen. Denken Sie daran, dass wir diese Krise überwinden. Es wird vorbei sein. Friedenswächter. So haben Sie Ihre Maschinen genannt? Sie wurden doch für den Krieg gebaut, nicht für den Frieden. Die liebe naive Aloy, das ist ja der Trick an der Sache, meine Liebe, ja? Du baust Kriegsmaschinen, Waffen, Vernichtungsmittel, mit denen man Menschenleben vernichten kann und nennst es dann Friedensstifter oder Peacekeeper wahrscheinlich auf Englisch. Und das ist auch der Trick bei Kriegen. Du sagst nicht, du möchtest Menschen vernichten, sondern du sagst, du musst Menschen helfen. Deswegen musst du Menschen töten. Das erleben wir heute genauso und es ist immer wieder dasselbe Schema. Krieg führt nicht zu Ruhe und Frieden. Das ist Schwachsinn und es war auch damals Schwachsinn und es ist auch heute Schwachsinn und es wird auch in der Zukunft Schwachsinn sein. Und Waffen zu produzieren ist nichts Positives für die Menschheit, weil man damit Frieden schützen kann oder sonstiges verhindern kann. Nein. Es führt einfach nur zu mehr Gewalt in der Welt. So, wir haben hier eine Kiste und ein bisschen Aussicht über das Gelände von FAS, Faro Automated Solutions. Ist verrückt, ne? Man muss sich einfach mal vorstellen, hier haben ja tausende Menschen gearbeitet, wie das wohl alles aussah, als das noch belebt war und die moderne Welt noch existierte. Aber die sogenannten Friedenswächter haben sich ja ganz offensichtlich selbstständig gemacht. Man hatte keinen Zugriff mehr. Und sie haben sich rasant selber reproduziert. Und dann hast du es verkackt. Wenn du Maschinen entwickelst, die du nicht mehr kontrollieren kannst und die sich massiv selber reproduzieren können, dann hast du es verkackt. Und die dann am besten noch intelligent sind und lernen. Dann, ja, kannst du eigentlich schon gute Nacht sagen. Und das ist ja jetzt nicht nur ein Szenario in diesem Spiel. Das sind ja Dinge, vor denen anerkannte Wissenschaftler heute schon warnen, dass uns sowas bevorstehen könnte, wenn wir nicht aufpassen. Oder auch einfach nur, mir steht bevor, dass ich runterfalle. Och nein. An sich hier hoch war schon richtig, aber... Ah, hier geht's weiter. Okay. Ich hab's auch letztes Mal schon gesagt, mich nimmt das alles ein bisschen mit. Ja, nicht mit, aber... Ich sag mal, ich habe ja auch schon gesagt, ich finde dieses Szenario von der Zukunft sehr realistisch. Oder sehr möglich, ja, wenn wir eben falsche Entscheidungen treffen in der Zukunft. Und das, lässt einen einfach grübeln und macht einen nachdenklich, mich zumindest. Ja, wir müssen hoch hinaus. Wird sich noch ein bisschen ziehen hier wahrscheinlich. Bis wir da ankommen, wo wir hinwollen. Oh, reichhaltiges Fleisch. Das lag wahrscheinlich schon ein bisschen länger hier, aber gut. Nehmen wir mit, ne? Beef Jerky oder wie man das nennt. Okay, es geht weiter hinauf. Wirklich ein hohes Gebäude und das Büro vom Chef ist natürlich ganz oben, ne, wie es sich gehört. Warte mal, jetzt gucke ich mal lieber rechts kurz, was es da gibt. Wahrscheinlich sind es einfach nur wieder zwei Wege. Ach, hier ist noch eine Kiste. Seht ihr? Gut, dass wir mal angehalten haben. Ja, wir sind sehr, sehr hoch. Aber wir sind immer noch nicht da, wo wir hinwollen. Ah, noch eine Kiste. Wunderbar. Man muss sich wirklich überall umblicken, ne? Man kann da schnell mal was übersehen. Das ist so absurd. Das ist ja eigentlich so ein modernes Gebäude. Und das alles so zu sehen in diesem Zustand ist irgendwie krass. So, noch eine Kiste hier. Das muss doch auch geil ausgesehen haben. Ich meine, jetzt sehen wir nicht viel wegen dem Schneesturm, aber hinten die Berge, dann dieses moderne Bürogebäude hier, es sah bestimmt cool aus mal.
generell solche Spiele mit so einer Welt, die, wo mal Menschen waren und dann ist das alles so verlassen und dann hat sich die Natur das zurückerobert. Das finde ich immer krass, auch bei Last of Us und solchen Spielen. Hat was Besonderes. So, auf der anderen Seite ist eine Kiste. Wie komme ich denn da dran? Die hätte ich eigentlich gerne. So kommen wir dahin. Weit dürfte es eigentlich nicht mehr sein. Hier ist noch ein Eintrag. Wandersee-Vorfall, Textnachricht, okay. Von Stacy Anders an Robert Brescher, Delfin-Video. Bob, unser Riesenhaufen Probleme wächst weiter. Anscheinend hat ein Fischer in der Bandersee ein Video von einer Harz-Timor-Horus-Einheit aufgenommen, die sich per Biomasseumwandlung an der Küste von Pulau Veta auftankt. Und dazu ausgerechnet eine Herde gefährdeter Delfine benutzt, vermutlich die letzten ihrer Art. Ich will nicht ins Detail gehen, aber es sieht aus wie das, was in einem Mixer passiert, als ob der Roboter sich einen schaumigen, rosafarbenen Milchshake aus Delfinmatsch macht. Unser Unterdrückungsteam hat das Video aus 43 Netzwerken entfernt, aber es wird immer noch verbreitet und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es viral wird. Eine vorformulierte Stellungnahme erscheint mir absolut unzureichend. Irgendwelche Vorschläge? Das könnte echt haarig werden. Okay, das ist hier der PR-Manager von, oder der Vizepräsident, PR-Manager von FAS. Ja, das ist natürlich PR-mäßig, also öffentlichkeitsarbeitsmäßig nicht so gut, wenn deine Harz-Timor-Horus-Einheiten, Militärmaschinen, sich selbstständig machen und irgendwo vor der Küste Delfine, geschützte Delfine vernichten, um sich wieder aufzutanken. Das heißt, die haben wirklich Maschinen gebaut, die Biomasse nehmen, also Tiere und Menschen wahrscheinlich, zerhackseln und sich damit wieder neue Energie zu führen. Das ist schon ziemlich radikal. Und dann hat sich diese schöne Horus-Einheit, dieser schöne Friedenswächter, hat sich hier selbstständig gemacht, Delfin-Milchshakes getrunken und ja, genial, toll. Habt ihr super gemacht. Ich krieg richtig so ein bisschen Hass gerade irgendwie auf diese virtuelle Waffenfirma FAS. Und das Ding ist halt, wir haben zwar noch nicht so diese extremen Kampfroboter, wie sie es hier im Spiel schon haben oder hatten. Aber es gibt ja trotzdem viele Firmen in der Welt, die damit Geld verdienen. Und man braucht nur ein paar Griffe. Immer tödlichere Maschinen zu bauen oder Waffen zu bauen, um möglichst viele Menschen möglichst effektiv zu töten. Was hier wohl zu finden ist. Und solche Firmen gibt es ja auch heute schon, ne? Die Waffenlobby und so ist halt schon groß und mächtig. Und nicht so geil, finde ich. So, Metallscherben und Steine. Wir sind in Ted Farrows Büro angekommen. Ganz oben an der Spitze. Wunderschöne Aussicht bestimmt mal gewesen. Große Glasfronten mit riesigem Balkon hier. Das war sein Zugangstor. Bunkertür, verstärkt. Verschlussintegrität halten. Okay, können wir nicht durch, oder? Suche in Farrows Büro nach Informationen zu Sobek. Das war mal sein Schreibtisch. Nee, das war mal so ein Konferenztisch hier. Ich muss jetzt erstmal auf den Balkon gucken. Keine schlechte Aussicht, ne? Wenn das Wetter ein bisschen besser wäre, hier eine Sonnenliege aufstellen. Nicht schlecht. Ach, guck mal, das hat sich doch gelohnt hier. So, was kannst du mir über Sobek erzählen, Ted Farrow? Von diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. Eine Datei wiederhergestellt und das soll jetzt ausgerechnet über unsere Mama sein? FAS-Exekutivdatenspeicher, gesicherter 3 Zettabyte Datenspeicher, noch 6% Akkuleistung. 3 Zettabyte, wie viel ist das denn in Petabyte oder in Gigabyte? Das ist wahrscheinlich eine ganze Menge.